So, liebe Freunde der Eintracht, nun geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Geschichte. Erinnert euch, das letzte Mal, die Wanderer waren am Weihnachtsabend unterwegs und wurden von der recht reichen Familie abgewiesen und wurden aber bei den armen Häuslers aufgenommen. Zwei Wünsche hatten sie frei, so viele Wünsche, wie der Widder Hörner hatte, den sie abends verspeist hatten. Die Wünsche waren ein tägliches Auskommen und nach dem Tod ein Platz im Himmelreich. Nun geht die Geschichte weiter. Von da an geschah viel Wundersames bei den beiden armen Leuten. Die magere Kuh brachte 3 prächtige Kälber zur Welt. Die beiden Schafe bekamen 8 Lämmer. Und die Sau warf so viele Ferkel, dass sie fast nicht zu zählen waren. Auf dem kleinen Stückchen Acker, den die Häusler zu ihr eigen nennen konnten, gedieh das Korn so prächtig wie noch nie. Von nun an konnten sie jede Woche Fleisch und Getreide auf den Markt tragen, sodass bei ihnen allmählich ein wenig Wohlstand einkehrte. Der Bauer kaufte sich heile Stiefel und die Frau gönnte sich ein buntes, wollenes Tuch, um sich im Winter damit zu wärmen. Sie behoben die Schäden an ihrer Hütte, bauten sie aus und richteten sie nach und nach neu ein, sodass es in ihrem Heim zunehmend gemütlicher wurde. Bei all ihren Arbeiten freuten sie sich das ganze Jahr über auf das Weihnachtsfest, an dem die beiden Fremden ja wieder bei ihnen zu Gast sein würden. Denn sie hatten schon begriffen, dass sie den Segen, der bei ihnen eingekehrt war, den beiden Besuchern zu verdanken hatten. Im ganzen Dorf wunderte man sich über den neuen Wohlstand der Häusler. Hier und da wurde gemunkelt, ob das wohl mit rechten Dingen zugegangen sei. Vor allem die reichen Nachbarn, die die Fremden seinerzeit mit so brüsken Worten abgewiesen hatten, wurden immer neidischer. Eines Tages begaben sie sich auf den Markt und kauften bei der Häuslerin ein halbes Schwein, obwohl sie selbst zahlreiche Schweine im Stall hatten. Dabei verwickelte die Hofherrin die Häuslerin geschickt in ein Gespräch, um herauszubekommen, was wohl die Quelle von deren neuen Wohlstand sei. Diese erzählte ohne eine Spur von Argwohn, wie der letzte heilige Abend verlaufen war und dass der Segen, der über sie hereingebrochen wäre, den beiden Fremden zu verdanken sei, die sie beherbergt hätten. Da geriet die Reiche innerlich in einen unbändigen Zorn, weil sie die Männer als vermeintliche Bettler von der Tür gewiesen hatte. So verstieg sie sich sogar in die Vorstellung, dass alles, was sich die Nachbarn leisten konnten, eigentlich doch ihr Eigentum wäre, hätte sie die Wanderer nur hereingelassen. Als die Häuslerin auch noch ausplauderte, dass die beiden Fremden am kommenden Weihnachtsabend wieder bei ihnen einkehren wollten, schüchterte sie die Häuslerin dermaßen ein, bis diese ihnen versprachen, sie zu ihnen herüberzuschicken. Soweit das Türchen für heute. Seien Sie gespannt, ich verstecke mich hinter einem der nächsten Türchen. Schöne Advent!